Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Reihe Auf einen Kaffee mit, den Zoom-Talks zur digitalen politischen Bildung. Heute unterhalten wir uns über das Thema, wer von digitaler politischer Bildung profitiert und wer nicht. Durch die Corona-Krise und dem damit einhergehenden Social Distancing verschärft, soll Bildung plötzlich digital passieren. An der gelingenden Umsetzung arbeiten viele schulische und außerschulische Bildungsanbieter. So stellen sich die Fragen, ob mit dem digitalen Schub Bildungsungleichheit wächst und ob sich auch Chancen bieten, Ungleichheit zu begegnen. Unsere Zoom-Talks dauern immer 75 Minuten, bieten Platz für 1 bis 2 Gäste und leben vom Austausch innerhalb der Veranstaltung. Der geschieht durch Diskussionen im Chat, Kleingruppen und Wortbeteiligung. Aufgrund dessen ist auch dieser Mitschnitt nur ein Teilergebnis der Veranstaltung, der nicht alles beinhaltet. Wer aber Lust hat, dabei zu sein, kann aktuelle Informationen auf der Website www.digitalepolitischebildung.de finden. Mein Name ist Annika Gramoll und gemeinsam mit Ole Janczek moderiere ich diese Reihe für die evangelische Trägergruppe. Für diese Folge konnten wir Professor Aladin Elmar Falani von der Universität Osnabrück gewinnen. Er hat die Bücher Das Integrationsparadox und Mythos Bildung veröffentlicht. Im Mythos Bildung geht er den Fragen nach, was Bildung leisten sollte und wie Chancenungleichheit verhindert werden kann. Am Gespräch hat mir besonders gut gefallen, dass Aladin Elmar Falani sich für multiprofessionelle Teams im schulischen Bildungsbereich einsetzt und darin eine gute Möglichkeit sieht, Ungleichheit zu begegnen. Nun soll es aber losgehen. Viel Spaß bei Auf einen Kaffee mit. Ich begrüße an der Stelle einfach mal die alle zum ersten Mal dabei sind. Ich habe ja eben schon gesagt, die Reihe machen wir jetzt zum 5. Mal und viele, weiß ich, haben jetzt auch schon an mehreren Folgen teilgenommen. Einige sind zum ersten Mal dabei und ein herzliches Willkommen auch an diejenigen, die jetzt über das Barcamp politische Bildung hergefunden haben. Da hatten wir den Link bei uns auch auf die Website gesetzt. Da ja nun gerade alle Bildungsveranstaltungen online stattfinden müssen, eben auch dieses Barcamp im ABC Hüll. Und wer da Lust hat, das auch nochmal auszuprobieren, zu gucken, wie funktioniert so ein Barcamp online, ist dazu herzlich eingeladen. Schaut einfach nochmal auch auf den Link, den wir auf unserer Website dazu gesetzt haben. Ja, wir wollen heute sprechen darüber, wer profitiert von digitaler politischer Bildung, wer profitiert davon vielleicht auch nicht. Wir haben in den vergangenen Wochen da ja unterschiedliche Themen gesetzt, manchmal ganz praktisch, manchmal auf der Ebene eben von Methoden oder Instrumenten, die wir in der politischen Bildung einsetzen und dachten, es wäre aber wichtig, auch nochmal grundsätzlicher zu schauen, welche Folgen hat eigentlich das, was wir gerade im Moment erleben, für die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und vor allem auch auf die Frage, wie sich soziale Ungleichheit in unserem Bildungssystem auswirkt. Und dazu wollen wir natürlich schauen, ist das etwas, was vor allem negative Folgen hat oder wo entwickeln sich vielleicht in dieser Krise auch Chancen? Darauf wollen wir gleich genauer eingehen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Elmar Falani. Sie sind ja ein bisschen auch ein Grenzgänger in unterschiedliche Arbeitsfelder, die hier für dieses Thema spannend sein könnten. Selbst lange Jahre als Lehrer am Berufskolleg gewesen, dann Wissenschaftler natürlich, erst in der Uni Münster, jetzt Uni Osnabrück, zwischenzeitlich aber auch für das nordrhein-westfälische Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration tätig und glaube ich als Buchautor ja auch jemand, der die Forschungsergebnisse immer auch in eine größere Öffentlichkeit transportieren will, um damit auch gesellschaftliche Diskurse mit anzustoßen. Hier in unserem Arbeitsfeld, glaube ich, sind Sie in den letzten Jahren vor allem durch das Integrationsparadox einer größeren Gruppe von Menschen bekannt geworden und das jüngste Buch Mythos Bildung ist eines, was sicherlich heute eine große Rolle spielen wird für unsere Diskussion, weil Sie da der Frage nachgehen, wie sich soziale Ungleichheit im Bildungssystem auswirkt. Lassen Sie uns mit der Gegenwart starten. Wir haben sicherlich seit gestern alle die Nachrichten verfolgt. Wie viel Öffnung ist möglich? Ab wann gehen Kinder und Jugendliche wieder in die Schule? Das läuft jetzt so langsam an. Das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist ja trotzdem ganz außergewöhnliche Situation gewesen. Also Schulschließungen, Homeschooling und irgendwie soll Lehren und Lernen auf ganz vielen Kanälen und vor allem auch auf digitalen Kanälen passieren. Vielleicht zum Einstieg, was wären aus Ihrer Sicht Folgen, wie sich diese Situation auf die schulische Entwicklung, auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen auswirkt?
Fangen wir mal mit so einer allgemeinen Frage an. Ich glaube, das wird sich auswirken, wenn es, also wenn normaler Regelbetrieb, egal ob jetzt auf eine gute Art und Weise digital oder analog, in den nächsten Wochen nicht beginnt, ne, wieder in der Breite stattzufinden. Also wenn der, wenn ich sag mal, dieser schulische Ausnahmezustand jetzt noch bis Herbst, vielleicht sogar noch länger andauert, dann glaube ich wirklich, wird das noch in Jahren messbar sein. Und ich kann das auch begründen. Also wenn wir die größten Sorgen mache ich mir um Grundschüler. Denn wir haben international übrigens, ist kein deutsches Phänomen, das ist sogar in anderen Ländern noch stärker der Effekt, weil dort eben die Sommerferien länger sind. Dieser Sommerloch-Effekt, der wurde in der Wissenschaft wirklich dutzende Male belegt. Und der sagt im Prinzip, dass wenn über viele Wochen keine Schule stattfindet, es viel schlimmer ist für die Ungleichheit, als wenn Schule stattfindet. Also das ist schon mal ein interessanter Befund. Wir können meckern darüber, dass die Schule die Ungleichheit nicht ausgleicht in einer wünschenswerten Art und Weise. Aber ohne Schule ist es viel schlimmer. Also um das jetzt mal mit den Händen zu zeigen, die Kinder kommen so in die erste Klasse, dann machen sie die erste Klasse und werden alle besser, aber der Unterschied bleibt gleich. Und dann kommen die ersten Sommerferien und die Unterschiede gehen auseinander. Und dann nähern sie sich wieder ein Jahr lang in der Schule leicht an und dann gehen sie wieder auseinander. Das heißt, keine Schule ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Ungleichheit bekämpfen möchte. Und das kann man schon nach 6 Wochen messen. In anderen Ländern sind die Sommerferien 2 Monate oder 3 Monate. Da ist der Effekt umso stärker. Und wenn wir jetzt 6, 7 Monate keine Beschulung stattfinden lassen in einer angemessenen Art und Weise, dann hat das, glaube ich, auf alle einen Effekt. Aber für Grundschüler, die lesen, schreiben, rechnen, wirklich die Kulturtechniken gerade erst erlernen, ist es, ich befürchte, ist es ganz übel. Also dass man das tatsächlich, dass das nachhaltige und nicht mehr vollständig auszugleichende Effekte hat. Weil, und damit kann man es jetzt auf den Punkt bringen, Ungleichheit entsteht durch ungleiche Lebensverhältnisse. Und wenn man jetzt zu Hause ist, ist man praktisch nur noch in diesen ungleichen Lebensverhältnissen. Wohingegen, wenn Kinder zur Grundschule gehen, haben sie wenigstens während der Grundschulzeit gleiche Verhältnisse. Die gleiche Lehrerin oder den gleichen Lehrer, der gleiche Schulraum, der gleiche Pausenhof, das gleiche Angebot im Ganztag. Und das kann gleich gut oder gleich schlecht sein. Also das erzeugt mehr Gleichheit, als wenn jetzt jeder zu Hause ist. Und zu Hause haben wir eine unterschiedliche Infrastruktur, unterschiedliche Endgeräte, unterschiedliche Internetverbindungen und das ist das Frustrierende, im Augenblick unterschiedlich bemühte Heimlehrerinnen, also Eltern. Das heißt, die Fähigkeiten und das Engagement der Eltern war wahrscheinlich nie so entscheidend wie heute, aber auch eben die allgemeinen Rahmenbedingungen zu Hause. Und jetzt rede ich über Kompetenzen. Wenn Sie wollen, können wir gleich auch nochmal über ganz schlimme Dinge erzählen, sowas wie Kindeswohl, Kindesgesundheit. Wenn man das noch mit dazu nimmt, würde ich sagen, und das meine ich dann wirklich ernst, dass nicht wegen des Virus, sondern aufgrund der Maßnahmen, die ergriffen wurden, Kinder umso stärker sozusagen Hauptleidtragende sind der Situation, je jünger sie sind. Und nur ein Punkt noch, damit aber deutlich wird, dass das nur vor dem Hintergrund von Kompetenzentwicklung, Gesundheit und so weiter so zu sehen ist. Ältere, das ist nicht gerade viel besser. Also Berufsschüler sind ja nicht nur im Bildungssystem Azubis, sondern die sind ja auch im Wirtschaftssystem. Das heißt, die gehen gerade nicht zur Berufsschule, die wissen nicht, wie sie ihre Abschlussprüfung machen sollen. Und gleichzeitig ist ihr Betrieb kurz vor der Pleite unter Umständen. Und sie sehen gerade, dass wenn sie sich im Herbst auf Stellen bewerben wollen, die Wirtschaft so ziemlich am Boden liegt und sie kaum eine Jobperspektive haben. Also erstmal wissen sie nicht, ob sie die Ausbildung beenden können und dann wissen sie nicht, wie die Jobperspektive ist. Und dann haben sie auch noch die Situation, dass die Berufsschulen zwar besser eingestellt sind auf Fernlehre als andere Schulformen, aber dennoch, ne, also große Problematik. Und jetzt wird es spannend, wenn man sich über politische Bildung auseinandersetzen will, muss man erstmal wahrnehmen, dass das im Augenblick gar keinen interessiert. Also wer in der Situation jetzt
politische Bildung machen will, und zwar wirklich richtig klug durchdachte, anspruchsvolle, in anspruchsvollen Settings, auch inhaltlich und von der Substanz, muss jetzt gerade damit klarkommen, dass so ziemlich noch nie, also mir fällt keine Zeit an, in der so wenig überhaupt Interesse daran da war. Es wäre ja vielleicht eine Frage, die wir hier gleich auch nochmal in die Runde geben können und miteinander diskutieren können, wie das von den Teilnehmenden hier wahrgenommen wird. Ich würde einen kleinen Moment gern noch bei dieser Frage der Kompetenzen bleiben. Sie haben das angesprochen. Wie viel Unterstützung erfahren Kinder und Jugendliche zu Hause bei dem, was gerade passiert? Lassen Sie uns da noch etwas näher drauf schauen. Welche Faktoren spielen aus Ihrer Sicht gerade eine besondere Rolle? Und dann würde sich ja auch die Frage daraus ergeben, was müsste man tun, um quasi mehr Unterstützung zu geben? Welche Faktoren spielen eine Rolle für? Für das, was in dem familiären Kontext an Unterstützung für jetzt Schülerinnen und Schüler gegeben werden kann. Das macht die Sache ja so fies. Deswegen finde ich auch Digitalisierung für Schulen, das ist überhaupt keine triviale Angelegenheit. Weil, wenn Sie das jetzt so fragen, muss ich zurückfragen, reden wir von einer Grundschule? Da lernt man erstmal die Grundfähigkeiten. Oder reden wir von einer weiterführenden Schule oder einer Berufsschule? Und jetzt an den Unis, muss ich, also jetzt mal, um das ganz klar zu sagen, ich beschäftige mich ja gerade die ganze Zeit mit digitaler Lehre im Universitätsbetrieb für tausende Studierende. Da ist es am wenigsten anspruchsvoll, würde ich sagen. Die Studierenden haben eine bestimmte Eigenmotivation, die sind alle erwachsen und. Aber selbst da scheitert es jetzt gerade an Dingen, an die kaum einer vorher gedacht hat. Denn dieser Ausnahmezustand ist jetzt echt ein krasser Ausnahmezustand. Der hat dazu geführt, und auch so weit habe ich nicht gedacht im März, dass die Studierenden ihre Jobs in der Gastronomie verloren haben, dann ihre WG-Zimmer in Osnabrück, ich bin an der Uni Osnabrück, aufgegeben haben, zu ihren Eltern im ländlichen Raum dahin zurückgezogen sind, dort keine gute Internetverbindung haben. Und die Uni ist jetzt top ausgerüstet, aber man bräuchte jetzt eine gute Internetverbindung, um so richtig gute Lernformate, die wir jetzt alle haben und ausprobieren, umzusetzen. Also kriegt man das so auch nicht hin. Also daran sieht man, man muss sehen, also über wen redet man? Und dann muss man sehen, wie ist die allgemeine Infrastruktur? Die ist nun mal in Deutschland so, wie sie ist, in Großstädten ganz, ganz gut und im ländlichen Raum ziemlich schlecht. Und dann muss man darüber reden, was sind wirklich lernförderliche Tools? Also ne, man kann einmal darüber reden, ob man Systeme braucht, wo man Dinge ablegt. Und man kann die dann downloaden und dann zu Hause Arbeitsblätter, die sonst ausgedruckt in der Schule verteilt worden wären. Das sind so banale Dinge. Aber es gibt ja ganz viele, viele andere. Und wenn es und so würde ich es jetzt sagen, je jünger die Lernerinnen sind, umso anspruchsvoller wäre das Ganze. Und umso bedeutsamer wäre dann das, was die Familie bereitstellen kann und wie stark die Eltern unterstützen. Also das wäre jetzt ja auch ein plastisches Beispiel dafür, dass soziale sozusagen Ausgangsvoraussetzungen auf einer ganz anderen Weise nochmal wirksam werden, als jetzt nur in der Frage, ist zu Hause jemand da, der mich unterstützt bei meinen Hausaufgaben oder so. Technische Infrastruktur, Internet, Breitbandverbindung, solche Geschichten. Genau. Lehrkräfte, die damit Erfahrung haben. Genau, das wäre noch eine Frage. Sie sind ja selbst auch in der Lehrerbildung tätig. Wie gut sind aus Ihrer Sicht, wie gut ist unser Lehrerbildungssystem, wie gut ist unser Bildungssystem vorbereitet gewesen für das, was wir gerade erleben? Also das ist eine rhetorische Frage. Das ist eine offene Frage. Also im Übrigen kein einziges Bildungssystem weltweit war darauf vorbereitet. Der Unterschied ist nur, hat man eine digitale Infrastruktur, die irgendwie an den Schulen angekoppelt ist? Wie sehr wissen Schulen, wie es zu Hause ist? Ich finde, das ist interessant. Also es gibt Länder, Regionen, ich sag's mal so abstrakt, da gab es diesen Ausnahmezustand
Und dann sind dort Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer, die sofort wissen, alles klar, die und die haben die Geräte zu Hause, die und die, die, weil die wissen, wie es zu Hause ist. Und bei uns weiß man nicht systematisch, wie es zu Hause ist. Und dann kommen so Dinge zustande, dass man erstmal eine Woche lang irgendwie die Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern aufnimmt, dann feststellt, das geht so nicht. Und irgendwann kommt dann das, worüber dann alle berichtet haben, dass die Lehrerin mit dem Fahrrad überall hinfährt, um die Zettel abzugeben und dann darum bittet, dass die Eltern die Zettel, wenn sie fertig sind, dann vorbeibringen und so weiter. Und das ist dann wirklich, da denkt man echt, das ist ja fast Mittelalter, nur dass es damals wahrscheinlich mit dem Pferd und nicht mit dem Fahrrad gewesen wäre. Also richtig darauf vorbereitet ist kein Land. Also kein Land konnte so umswitchen, dass man praktisch ohne irgendwelche Verluste einfach weitermachen konnte. Aber wir sind nun mal, was Digitalisierung angeht, in vielen Bereichen nicht gut aufgestellt. Das sehen wir ja sogar in der Wirtschaft. Also man muss jetzt nicht immer nur auf Schulen draufhauen. Aber ja, also das ist wirklich eine Schwäche. Und das ist übrigens jetzt die entscheidende Botschaft, nachdem ich jetzt so viel Negatives gesagt habe. Der Ausnahmezustand ist irgendwas zwischen ganz übel und einer Katastrophe für soziale Ungleichheit. Aber grundsätzlich sehe ich in Digitalisierung die Möglichkeit, dass man damit sogar soziale Ungleichheit, Benachteiligung ausgleichen kann. Denn vieles, was Ungleichheit erzeugt, sind nun mal Unterschiede in den Lebenssituationen, in den Möglichkeiten und. Unsere Programme sind, also wenn der Staat es hinbekommt, dass das, was man für digitales Lernen braucht, allen zur Verfügung steht, hat man da schon mal einen Ausgleich geschaffen. Und der andere Aspekt von Ungleichheit ist natürlich das, was auch in der Schule passiert. Dazu habe ich wirklich viel geschrieben, so habituelle Unterschiede. Das heißt, Lehrkräfte, die natürlich, das kann man gar nicht anders, das sind übrigens Dinge, die ich auch in der Lehre, in der Lehrerausbildung jetzt ziemlich stark an der Uni mache, dass Lehrkräfte natürlich Kindern gegenüber, die eine große Nähe zu den eigenen Kindern haben, weil sie milieumäßig, also aus der gleichen sozialen Region kommen, dass sie mit denen viel besser arbeiten können als bei Kindern, wo es eine riesen soziale Distanz gibt. Und das Entscheidende ist jetzt, Kinder kriegen das mit. Die können das nicht reflektieren, aber das sind sozusagen Seismographen für sowas. Und wenn wir die Erfahrung beispielsweise uns anschauen von dem einen oder anderen Land, das hört sich jetzt wild an, aber das mit Robotern gearbeitet hat, also einer echten Lehrkraft und einem Roboter, sind die Kinder zufriedener. Und ein interessanter Befund ist, dass der Roboter irgendwie fairer ist. Der verhält sich den Kindern gegenüber halt ziemlich fair, ziemlich gleich. Und das kriegen die mit. Das heißt, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. In vielerlei Hinsicht gibt's Potenziale der Digitalisierung. Die kriegt man jetzt gerade nur nicht mit, weil wir ja irgendwie in einer anderen Phase sind derzeit. Aber der Ausnahmezustand, der hat, da sehen wir keine Potenziale von Digitalisierung, zumindest nicht in der Schule. Mhm. Und es wird gerade unheimlich viel, findet nicht statt, was stattfinden sollte. Und wenn das jetzt noch weiter, ein paar Monate weitergeht, und danach sieht es ja aus, dass es noch ein paar Monate dauert, bis ein Lehrbetrieb wieder hochgefahren wird, so wie es vorher war, dann kann es sehr gut sein, dass das nicht mehr nachzuholen ist. Hm. Ja, das ist ja auch, glaube ich, die spannende Frage, wie kann man mit Digitalisierung langfristig das Bildungssystem verändern und vielleicht auch gerade jetzt für Akteure wie uns, die eigentlich in der aktuellen Krise relativ wenig Zugänge auch zu Jugendlichen haben und auch nicht ganz so schnell reagieren können, vielleicht, dass jetzt in den nächsten paar Wochen so viel läuft. Auch eine spannendere Frage, was könnte da auch unser Beitrag sein? Wie kann Schule sich auch an der Stelle verändern? Ich habe gesehen, dass schon sehr, sehr viele Fragen im Chat jetzt sind und die wollen wir natürlich gerne weitergeben und frage einmal Annika, was da bisher so aufgelaufen ist. Genau, es kommen wahnsinnig viele Anregungen und Anmerkungen. Es geht viel tatsächlich auf ganz praktische Fragen hinaus. Ne? Also was sind jetzt gerade Möglichkeiten, gerade für außerschulische Träger zu reagieren? Wie können Jugendliche unterstützt werden? Es kommen aber auch Fragen,
im aktuellen Digitalpakt. Also gibt es schon, sieht man schon Auswirkungen? Gibt es da schon Untersuchungen? Wie können Schule und Jugendhilfe zusammengebracht werden? Und ich scroll mal gerade runter. Genau, was muss die Politik, was die Zivilgesellschaft machen, um während und nach der Corona-Krise die Schülerinnen und Schüler zur Unterstützung, die aktuell gerade in bildungsferneren Milieus sind, gibt es da Unterschiede oder kann man jetzt Strategien entwickeln, wie es damit weitergehen kann? Vielleicht so viel erstmal, es kommen noch wahnsinnig viele weitere Hinweise. Vielen Dank dafür schon mal. Soll ich da direkt mal was aufgreifen? Ich sehe gerade das Akuteste, das ist jetzt vielleicht nicht das Schwerpunktthema dieser Veranstaltung, aber das Akuteste ist wirklich Jugendhilfe, die Jugendämter und dass die wieder arbeiten müssen. Ich habe es ja gerade angedeutet, Kindesgesundheit, die allgemeine Entwicklung von Kindern, aber auch besonders Kindeswohlgefährdung. Also Kindeswohlgefährdung haben wir 50 bis 100.000 im Jahr. Und im Augenblick wird es nicht gemeldet. Weil in der Regel wird es gemeldet von Streetworkern, Lehrkräften, Erzieherinnen, Kinderärzten. Also im Prinzip hängt es davon ab, dass die Kinder einen großen Teil des Tages nicht zu Hause sind. Dann erst wird es erkannt und gemeldet. Und im Augenblick wird nichts gemeldet. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir wissen, im Ausnahmezustand, wenn die Menschen in Knappheitsverhältnissen, in Armut, besonders dann, aber auch in Suchterkrankte und andere Problemlagen, auf das Haus, auf die eigene Wohnung zurückfallen, dann nimmt Gewalt eigentlich eher zu. Also einmal müssten wir von zunehmender Gewalt ausgehen und zum anderen fliegen wir gerade blind. Und das ist ein unfassbar schlechter Zustand. Das alles im Übrigen, was ich jetzt gerade sage, heißt nicht, dass ich dafür bin, dass wir einfach alles öffnen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass ich es total, übrigens auch aus Sicht von politischer Bildung, total bescheuert finde, dass alle darüber reden, dass wir Wirtschaft und Gesundheit in ein Verhältnis bringen müssen. Das stimmt nicht. Wir kommen schon mit Gesundheit nicht weiter, weil wir haben jetzt sehr, sehr lange krasse Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit bestimmter Gruppen zu schützen und haben damit die Gesundheit anderer Gruppen wahrscheinlich massiv beeinträchtigt. Und darüber muss man reden. Also Gesundheit und Wirtschaft interessiert mich gar nicht. Wir kommen ja mit Gesundheit und Gesundheit noch nicht einmal richtig, richtig zu Rande. Und darüber muss man reden. Da kann am Ende dabei rauskommen, glaube ich selber auch, dass das rauskommen kann in bestimmten Situationen, trotzdem Shutdown. Aber dann darf man nicht darüber reden, was ist mit irgendwelchen Konzernen oder was weiß ich nicht was. Das ist auch nicht unwichtig, aber das sieht ja so aus, als wäre eindeutig klar, was man für die Gesundheit macht. Und ich meine, das ist nicht klar. Im Übrigen muss man sich das auch verdeutlichen, dass es ja gar nicht klappen wird, wenn wir jetzt die Schulen wieder öffnen, einfach einen normalen Unterrichtsbetrieb zu machen. Wenn das so ist, wie ich es gerade gesagt habe, wie das jetzt die meisten Leute, die in dem Bereich arbeiten, vermuten, dass jetzt zu Hause unheimlich viel passiert ist, was man nicht wahrgenommen hat, dann muss das erstmal alles aufgearbeitet werden. Also ich glaube, für Lehrkräfte und Jugendämter und all der ganze Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kommt jetzt richtig was an Arbeit auf die zu. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was für alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, das absolut Wichtigste ist. Das heißt jetzt zum Beispiel auch, dass es super gut ist, wenn Spielplätze geöffnet werden und überhaupt Kinder jetzt wieder sichtbar werden. Und was ich am deutlichsten erkannt habe jetzt in der Krise, und ich dachte, dass das nicht passieren würde, ist, das ist wie ein blinder Fleck, dass man einmal arme Menschen überhaupt nicht gesehen hat. Man hat nur über Arbeitsplätze und so weiter gesprochen, über Obdachlose, Kinder in armen Verhältnissen und so weiter. Das ist sehr lange völlig nebenher gelaufen. Und das andere,
dass man die ganze Zeit nur über Wirtschaft und Gesundheit gesprochen hat. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was die mit Gesundheit meinen. Ne? Also wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Und das hat mich wirklich überrascht, wie lange das gedauert hat. Und jetzt kommt das mit so großer Wucht auf einmal. Das ist ja schon, also man kann schon fast sagen, dass das enttäuschend ist, dass das Pendel so extrem ausreißt. Was das jetzt heißt für politische, was man von der Politik jetzt erwarten müsste, das kann ich so allgemein nicht beantworten. Aber das, was ich ja aus meiner Tätigkeit im Ministerium weiß, ist, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass, wenn es eine bestimmte Krisensituation gibt, dass man dann einen Krisenstab hat. Und in dem Krisenstab müssen Vertreter aller Ressorts sein. Mhm. Und das gibt es tatsächlich bei weitem nicht in allen Bundesländern. Ich bin in Nordrhein-Westfalen, da gibt es das bis heute nicht. Und interessanterweise gibt es das aber fast in allen Großstädten. Und das ist vielleicht so ein Hinweis, die Menschen, also die Verantwortlichen, die wirklich direkt mit Menschen zu tun haben, merken das relativ schnell, dass man sozusagen das ressortübergreifend zusammenarbeiten muss, weil man sonst Dinge einfach gar nicht richtig erkennen kann. Weil ich habe jetzt gerade über Kinder gesprochen, aber Kinder können eine Behinderung haben, ne, dann ist das wiederum ein ganz anderer Bereich. Oder Kinder können chronisch krank sein, Kinder können und. Ne? Und das ist auch etwas, was mich ziemlich überrascht hat. Es gibt man kann sich gar keine schlimmere Krise vorstellen als diese und keinen Krisenstab dann zu haben, also aus allen Ressorts zusammengesetzt. Es überrascht mich wirklich. Aber das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass alle so überrascht waren, dass selbst die intuitiven Mechanismen nicht gegriffen haben. Ich weiß nicht, ob diese Antworten zufriedenstellend sind. Ich fand, hier waren im Chat zwei Aussagen dazu, die vielleicht ganz gut passen und interessant sind. Nämlich einmal als Bericht, ich habe von vielen Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass sie das eben erleben, dass sie Jugendliche und Schülerinnen und Schüler, die sie bisher eh schwer motivieren können, jetzt gar nicht mehr erreichen und es eben komplett vom Engagement der einzelnen Lehrkraft abhängt. Und als zweites, die Schule meiner Tochter hat gefragt, welche Geräte wir zu Hause haben, aber sie fragen nicht, wie wir leben oder wie ich arbeite. Das wären ja eigentlich so Fragen, bei denen verschiedene Systeme vielleicht auch zusammen ineinander greifen müssten, damit man mehr über die individuelle Lebenssituation auch erfährt und Schule sich darauf einstellen kann. Und genau darum geht es in dem Buch Mythos Bildung. Also dass Schule, solange die Schule nur aus Lehrkräften besteht oder fast nur und als Ort verstanden wird, in dem Unterricht stattfindet, solange wird man im Ausnahmezustand, aber auch vor und nach dem Ausnahmezustand, die Probleme, über die wir jetzt gerade sprechen, die ja hauptsächlich mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen zu tun haben, wird man nicht angemessen in Angriff nehmen können. Das ist ja eben der Grund, warum ich gesagt habe, dass es nicht so sehr auf die digitale Infrastruktur ankommt, sondern eher darauf ankommt, Ausnahmezustand wird ausgerufen, Shutdown, Schulen werden geschlossen. Was wissen jetzt die Lehrkräfte und die Schulen systematisch, nicht weil eine Lehrkraft sich engagiert hat, sondern systematisch über die Lebensverhältnisse der Kinder? Wissen sie alles? Dann sind sie einigermaßen vorbereitet, so gut man vorbereitet sein kann auf so einen Ausnahmezustand. Wissen sie gar nichts, brauchen wir erstmal 4 Wochen, bis sie das alles wissen. Und das sind eben die zentralen Unterschiede. Und deswegen, also man muss multiprofessionelle Teams an Schulen haben. Und wenn man es allgemein formulieren will, es darf nur noch eine Säule sein. Also Schule verstanden als Ort, an dem Unterricht stattfindet. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule, da muss alles andere bearbeitet werden. Und dieses alles andere ist genau das, was Ungleichheit erzeugt. Man muss sich nochmal klar darüber werden, dass Lehrkräfte ziemlich wenig daran beteiligt sind, dass Benachteiligung stattfindet. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Fragen. Ein Teil werden wir gleich in Breakout-Sessions geben, weil die Frage, was heißt das für uns als außerschulische Bildung, politische Bildung, die können wir ja auch miteinander erstmal diskutieren, bevor wir sie hier dann nochmal zusammenführen. Eine würde ich aber gerne noch an Sie weitergeben, ein bisschen umformulieren. Was haben wir eigentlich gerade für einen Bildungsbegriff? Es fallen ja alle extracurricularen Aktivitäten weg. Politische Bildung, hatten Sie gerade gesagt, interessiert möglicherweise auch niemanden.
wenn man sich anschaut, welche Fächer werden jetzt unterrichtet, wenn die Klassen zurückgehen. Was heißt das eigentlich langfristig, wenn wir da gerade uns auf Deutsch, Mathe und 3, 4 weitere Fächer beschränken? Das heißt, dass wir im Krisenzustand sind. Und was ich vorhin meinte, dass es keinen interessiert, damit, also ich meine damit, um das jetzt mal genauer zu sagen, dass es niemand von sich aus interessiert. Das heißt ja, das ist ja, wenn man so will, eine Aufforderung. Weil gerade dann, wenn die Menschen nicht von sich aus kommen und wollen, sind diejenigen, die im Bereich politische Bildung aktiv sind, ja umso mehr gefragt. Aber so ist es nun mal. Im Augenblick interessieren Dinge, die Virologen sagen, mehr. Es interessieren Dinge mehr, die zu tun haben damit, wie die Wirtschaft am Laufen gehalten werden. Und es wird aber ganz sicher eine Zeit kommen, und das wird auch nicht mehr so lange dauern, da werden wieder Grundsatzfragen diskutiert. Also es wird wieder eine Zeit kommen, wo das für Akteure in der politischen Bildung einfacher wird. Und nicht nur einfacher, sondern aufgrund der Fülle der Themen, die dann auf sie zukommen, wieder. Vielleicht sogar wiederum schwerer, aber aus guten Gründen. Aber im Augenblick ist es wirklich schwierig. Und ich würde, wenn ich Entscheidungsträger wäre, würde ich auch sagen, Deutsch, Mathe und vielleicht noch ein anderes Fach in der Grundschule beispielsweise. Das ist dann halt so, das ist geschuldet der Situation, wie sie ist, mit allem, was ich gerade besprochen habe, Dingen, die man auch hätte besser machen können. Und ich glaube, also an diesem Problem kann man jetzt nichts ändern, aber was wichtig wäre, ist, dass man jetzt mit Nachdruck dafür sorgt, dass wir in 2 Jahren anders dastehen. Also sowohl in Bezug auf Digitalisierung als auch in Bezug auf, was wissen Schulen eigentlich über die Lebensverhältnisse der Kinder. Weil das sind die beiden entscheidenden Dinge. Nur Digitalisierung würde jetzt nicht helfen. Und nur zu wissen, was mit den Kindern, wie es bei den Kindern zu Hause ist, würde alleine auch nicht helfen. Beides wäre, also eins von beiden ist immer noch besser als gar nichts. Und ideal wäre beides. Und das kommt im Übrigen nur so als Randpunkt. Ich meine, wenn wir so schon politische Bildner hier zusammen haben, ich bin ja selber Politiklehrer auch gewesen, kann man das ruhig mal ansprechen. Das ist so eine Grundsatzfrage, die mich jetzt beschäftigt, die im Übrigen auch Inhalt eines nächsten Buches sein könnte, dass aufgrund des Klimawandels es enorm wahrscheinlich sein wird, dass es häufiger zu Ausnahmezuständen kommt. Und dass man sich damit beschäftigen muss, wie man eigentlich einen Plan machen kann, dass der Ausnahmezustand ohne Shutdown gelöst wird. Weil wenn der Shutdown zum Normalzustand wird, so alle 2, 3 Jahre, das hat dann enorm viele Folgen, auch für das, was man im Bereich der politischen Bildung ja thematisieren muss, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Also in guten Zeiten total coole offene Gesellschaft, in schlechten Zeiten Shutdown. Und dann wieder offene Gesellschaft und wieder Shutdown. Das geht nicht, das geht, glaube ich, so nicht gut. Der Bildungsbegriff ist im Augenblick, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, auf die Kulturtechniken bezogen. Also auf die grundlegenden Dinge. Auf der einen Seite, also bei Jungen und bei Älteren, auf Abschlüsse. Das ist echt natürlich frustrierend. Das ist ein ziemlich schmaler Bildungsbegriff. Das eine bezieht sich nur auf Grundkompetenzen, Basiskompetenzen. Und das andere nur auf Abschlüsse, Zettel, Papier. Das ist frustrierend, aber irgendwie auch nachvollziehbar, dass das Erste ist, was die Kultusministerien interessiert. Wobei ich am wenigsten verstehe das mit den Abschlüssen. Weil es gibt keinen Abschluss, keine Abschlussprüfung im Augenblick, in der nicht etwas geprüft wird, was schon mal geprüft wurde. Man kann also ganz entspannt einfach darauf verzichten. Ich meine, mittlerweile hat man ja auch bei Studiengängen es so gemacht, dass es keine Abschlussprüfung gibt, sondern es eigentlich alles schon mal geprüft wurde, dann brauchen wir es am Ende nicht nochmal prüfen. Anders ist es natürlich immer noch bei Staatsexamina und ein paar anderen Prüfungen, wo der Staat ein bisschen sehr stark, also es scheint ein staatliches Prinzip zu sein, alles einmal prüfen und danach alles nochmal auf einem Haufen prüfen. Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass man sich so ein Theater macht, um die Abschlussprüfungen stattfinden zu lassen, die ja sowieso schon längst geprüft wurden. Also egal, das ist gerade total schmal und das ist ziemlich frustrierend, aber das entspricht der Situation. Ich glaube, das kann man gar nicht anders irgendwie hinbekommen.
Ja, nicht alles, was man kritisch thematisiert, ist ja auch direkt ein Vorwurf an Politik. Aber wenn wir uns die Frage stellen, wo stehen wir vielleicht in 3, 4 Monaten mit dem, was wir tun, sicher ein wichtiger Aspekt. Ich habe einen als wirklich spannend auch für unsere Reihe mal festgehalten für mich, dass wir diesen Zusammenhang von verschiedenen Unterstützungssystemen, wie die ineinander greifen und einer fortschreitenden Digitalisierung zusammendenken müssen. Das finde ich wirklich etwas, woran wir gut weiterarbeiten können. Wir wollen jetzt mal Ihnen und euch die Gelegenheit geben, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Da gibt es hier das schöne Format der Breakout-Sessions, also quasi kleinen Gruppen, die wir gleich erstellen werden. Und ich denke, die Frage, die Herr Elmar Falani eben schon angesprochen hat, welchen Stellenwert hat eigentlich gerade außerschulische Bildung, politische Bildung, können wir gut damit verbinden, auch zu fragen, was können wir da gerade leisten? Ich nehme ganz viele Projekte wahr, die gerade Corona auch aufgreifen, also zum Beispiel zum Thema Fake News, zum Thema demokratische Spielregeln. Also genau so eine Frage, was für einen Gesundheitsbegriff haben wir eigentlich und wessen Interessen werden mehr gehört und weniger gehört und so. Aber da würden wir gerne von euch noch mehr auch zu erfahren. Also wie nehmt ihr gerade diese Situation wahr? Welchen Beitrag kann außerschulische politische Bildung oder auch andere Felder der Kinder- und Jugendhilfe leisten in dieser Situation? Genau, gibt es Wortmeldungen? Sonst würden wir jetzt was aus dem Chat nehmen. Genau, hier war nochmal die Frage, was halten Sie von der These, dass Digitalisierung Inklusion fördern kann? Also zum Beispiel durch technische Tools, nicht nur an Schulen, auch im außerschulischen Bereich. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an, während wir ein bisschen sortieren, was noch so zusammengekommen ist. Also, hat total großes Potenzial. Das sehe ich im Übrigen, in der universitären Lehre gerade ganz krass. Also diejenigen, die das abfeiern, wie es im Augenblick läuft, sind fast alle Studierenden mit Behinderung. Egal welcher, wenn sie die technischen Voraussetzungen erfüllen. Also die Chance ist total groß, auch nicht nur im Bereich Schule, sondern institutionalisierten Settings, sondern auch darüber hinaus, darauf bezog sich ja die Frage. Aber es kommt halt darauf an, wie man das macht und bei die eine allgemeine Infrastrukturfrage halt auch ist. Potenzial ist riesig für die Bekämpfform von Ungleichheit. Also so meinte ich es vorhin auch. Mhm. Und Inklusion ist ja, also das, was man mit Inklusion, ist ja eine Form für Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Also das Potenzial ist riesig, das ist noch nicht ansatzweise ausgeschöpft, aber es ist auch nicht trivial. Also es wäre nicht so viel einfach nur jedem Kind. Wir haben leider immer mal wieder so kleine Hüpfer jetzt im Ton bei Ihnen. Ich weiß nicht, woran es vielleicht liegen könnte. Hoffen wir einfach mal, dass das Internet noch ein bisschen durchhält, aber passt ja auch zum Thema. Genau das. Hat sie mich nicht gehört. Aber ich denke, es war trotzdem noch zu verstehen. Eine Frage, die ich ganz spannend finde, die vielleicht ganz gut auch anknüpft. Wie gelingt es trotzdem, sowas wie Verbindlichkeit und auch Beziehungen herzustellen über digitale Medien? Das ist ja etwas, was also jetzt für eine pädagogische Beziehung, aber ja auch für die Beziehung von Kindern und Jugendlichen untereinander eine große Bedeutung hat. Wahrscheinlich jetzt keine Frage, die Sie beantworten können, so ohne weiteres, aber ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug herstellen können zu dem, was Ihnen sonst in Ihrer Forschung zum Thema Bildungschancen begegnet. Also ist das sozusagen potenziell etwas, was es nochmal schwieriger macht, weil weniger Beziehung da ist, wenn man digitale Kanäle nutzt oder weniger Verbindlichkeit? Jetzt nicht eine besonders qualifizierte Antwort zu geben, aber in allen möglichen Bereichen, dass man einfach Erfahrung ist, was in einer gewissen Art und Weise so einen intuitiven Zugang ermöglicht, weil man das gut kennt und das normal ist und auch gut funktioniert und nicht so abgebrochen
jetzt gerade anscheinend, dann kann man schon einiges ersetzen. Besonders auch, also man kann nicht alles ersetzen, aber es könnte auf jeden Fall so ein Mosaik sein. Nur ist ja auch so eine Sache, die mich beschäftigt, dass wir jetzt Distanz wahren, das Gesicht mit so einer Maske verbergen sollen, zu Hause bleiben sollen. Also ganz schön viel der Alltagskultur sich ändert. Wenn das jetzt Monate, vielleicht sogar, wie manche sagen, anderthalb Jahre so bleibt, dann hat das wahrscheinlich auch nachhaltige Auswirkungen. Also das muss man sich klar machen. Also das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt, wie das jetzt die gesamte Kultur verändert. Und ich halte es für total wahrscheinlich, dass digitale Zugänge dauerhaft an enorme Bedeutung gewinnen werden. Ich halte es aber auch für sehr wahrscheinlich, dass diese Mund-Nasen-Schutzmasken nicht mehr wieder weggehen, weil es gibt natürlich total viele gute Gründe, die auch bei anderen Krankheiten zu tragen. Und in anderen Regionen, wo sowas war, ist es auch nicht mehr weggegangen. Und naja, so eine Art Distanz, es kann gut sein, dass das dauerhaft so bleibt und dann Auswirkungen hat für alle möglichen Bereiche, wo man Beziehungen herstellen möchte. Und das ist, also ich glaube, man muss grundsätzlich beobachten, wie sich das Ganze verändert, weil man muss sich auch klar darüber sein, dass pädagogische Beziehungen in anderen Kulturen, wo man sich nicht berührt und wo Kinder sich nicht auf den Schoß vor einer Lehrkraft setzen und so weiter, ja auch klappen. Auch enge Bindungen und so weiter. Dementsprechend, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, muss neue Wege finden. Dass sich viel ändert und dass man das beobachten muss und dass man gut beraten ist, nicht zu viel an zu vielem Alten zu hängen. Und wenn man dran hängt, muss man dafür kämpfen und arbeiten. Mhm. Ich würde gerne an der Stelle, wenn das in Ordnung ist, Angela Kossler Pariale hatte diesen Punkt eingebracht mit der Frage nach der Beziehung und da auch noch einen Vorschlag gemacht, wie es vielleicht gelingen könnte, da auch Leute zu motivieren. Vielleicht können wir das auch einmal als mündlichen Beitrag von dir hören. Genau, scheint zu klappen. Ja, ich bin Migrationssozialarbeiterin und Lehrerin in Gruppen von Geflüchteten früher mal gewesen und arbeite jetzt als Diversity-Trainerin. Und meine Erfahrung ist, wenn die Selbstwirksamkeitserfahrung vorher in Schule nicht funktioniert hat, also SchülerInnen gar keine Vorstellung haben, was denn ihr Kapital, das sie beitragen können, ist, dann funktioniert es digital erst recht nicht. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, persönlich geflüchtete Schülerinnen in den Sammelunterkünften aufgesucht zu haben, sie mit Nähmaschinen auszustatten. Dann haben sie angefangen, Masken zu nähen. Und danach haben sie die Tools bekommen, um digital in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, Masken weiterzugeben. Und dann hat es funktioniert. Dann hatten sie diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dann hatten sie auch vorstellbar, wie sie partizipieren können. Und dann hat es ganz gut geklappt. Und waren sie nach und nach dann auch bereit, so im Netzwerk selbstständig zu gucken? Natürlich vorausgesetzt, das hat mit dem Internetzugang geklappt. Was sie sich denn noch an Austauschmöglichkeiten holen können? Und in Nordhessen hat es so geklappt, dass die Schulen ihr Internet freigeschaltet haben und in der Gegend um die Schule geflüchtete Schülerinnen sich dann hinsetzen konnten, ging halt jetzt nicht bei den Regentagen, und da mit ihren Endgeräten, Smartphones, hatten sie im Allgemeinen dann Internetzugang hatten, sodass Schule dann auch kooperiert hat und beitragen konnte, auch mit digitalen Strukturen. Und ich glaube, darum geht es, also Schule als sicheren Raum aufrechtzuerhalten, auch wenn sie geschlossen sind. Aber das wäre eben auch ein Beispiel für eine Verknüpfung von eigentlich einer Präsenzerfahrung oder einer Möglichkeit, sich zu begegnen, damit Beziehungen zu stärken und dann wiederum auch damit
das, was digital passiert, auch voranzubringen. So. Ich habe gestern gerade eine Veranstaltung organisiert mit jungen Geflüchteten, aber da war genau das, was Angela Koslabarialay gerade berichtet hat, davor gewesen. Also die Online-Geschichte ist erst das Ende einer Beziehungsgeschichte, die man vorher hat. Das war eine Gruppe junger Geflüchteter, die Peer-Berater sind für andere Geflüchtete, die seit 2 Jahren zusammenarbeiten. Das ist die Vorgeschichte. Ich habe mit denen auch schon gearbeitet an der Bildungsstätte Evangelische Akademie Loccum zum Thema Freiheit im Januar und auch in den 2 Jahren vorher jeweils punktuell. Das heißt, es gab schon eine Geschichte davor. Und selbst jetzt war es unklar in dem Team von 4 Personen, die das organisiert haben, wie viele kommen werden. Es sind 14 da gewesen. Das sind Azubis, die tagsüber im Betrieb sind, also arbeiten, die jetzt auch überhaupt keinen Lockdown hatten, sondern wirklich schwer gearbeitet haben, die im Ramadan fasten, viele jedenfalls von ihnen, und die abends um 18 Uhr im Internet waren, weil sie die anderen mal wiedersehen wollten. Also der erste Kommentar war, warum haben wir das nicht schon viel eher gemacht? Was ist das überhaupt für ein Tool? Was können wir machen? Das war total spannend für die, also auch die Einführung in die Technik. Und das andere war dann, wir haben sehr niedrigschwellig angefangen. Wir haben Corona-Monster zeichnen lassen und solche Dinge, dass man einfach mal miteinander ins Gespräch kommt. Und dass das eine gute Atmosphäre ist, dass das erstmal klar ist und erst zum Schluss gefragt, was interessiert euch? Und da war Verschwörungstheorie ganz oben auf. Das war fast absehbar, würde ich sagen, wenn man die Gruppe kennt. Und ich glaube, es ist natürlich so, hat was von offener Jugendarbeit und von hereinschneidenden Teilnehmenden. Ich glaube, nächste Woche werden ganz andere da sitzen und neue wieder. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Aber wir brauchen, glaube ich, diese Angebote. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das Bildungssystem sagt, Mathe, Deutsch ist wichtig, aber eigentlich sind ganz andere Dinge für die Jugendlichen wichtig. Und da zu gucken, wo sind da die Gelegenheiten, ob die dann dabei bleiben oder nicht, weiß ich nicht. Es kostet, das merke ich jetzt schon, sehr viel Arbeit zwischen rein, WhatsApp-Gruppe aufrechterhalten bis zur nächsten Woche, ständig da was reinschreiben, diese Beziehung aufrechterhalten, in Diskussion gehen. Das kostet viel Zeit und man muss die Materialien auch so gut und fokussiert aufbereiten, dass es nicht um Texte geht. Also das ist ja in der Regel in der außerschulischen politischen Jugendbildung auch nicht das Thema, sondern Gesprächsanlässe zu schaffen mit kurzen Inputs, die alle schnell verstehen können. Und ich glaube, dass wir da ziemlich große Möglichkeiten haben. Aber es ist die Frage, wie erreichen wir die Zielgruppen, wenn die Lehrkräfte uns nicht den Weg bahnen. Und da habe ich im Augenblick das Problem, dass die Lehrkräfte mir sagen, Verschwörungstheorien mache ich doch selber schon im Unterricht, was wollen Sie denn noch kommen? Also, dass die sich verstehen als jemand, der das weitergibt und sagt, guck mal, da ist eine interessante Gruppe. Das ist oft nicht der Fall. Mhm. Ja, vielen Dank, Susanne. Spannend ist ja auch die Frage, wie werden überhaupt diese Kanäle wahrgenommen von den Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet? Okiti, du hattest geschrieben, für euch ist da auch eine Frage, Zielgruppen jetzt nicht zu überfordern in der aktuellen Situation. Vielleicht kannst du aus eurer Arbeit bei KIGA e.V. da auch noch berichten, was ihr gerade macht und wie das aufgenommen wird. Ja, hallo. Ja, schön. Gut zu hören. Genau, also das mit der Überforderung, das ist aus der Breakout-Session entstanden. Wir waren so eine Verbindung aus Berlin und Südhessen. Und das kam dann auch von meinem Gesprächspartner. Vielleicht möchte er auch was dazu sagen. Also es ging darum, dass gerade jetzt in dieser Situation eben wir auch darauf achten, dass wir die Jugendlichen oder unsere Zielgruppen nicht zu sehr überfordern. Das daraus resultiert, denke ich, dass wir dann auch Angebote schaffen, die eben auch ein bisschen schauen, dass wir noch kreativer werden und vielleicht noch andere Wege finden, um wie wir mit unseren Themen arbeiten und die Zielgruppen erreichen. Worin könnte eine Überforderung bestehen? Naja, ich kann jetzt nur aus dem schöpfen, was ich bisher so erfahren habe, dass gerade in der aktuellen Situation eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse da sind und auch Defizite. Und dass das, was vorhin auch Herr Mafalani vorhin angesprochen hat, eben die Möglichkeiten teilzunehmen, teilzuhaben, sehr unterschiedlich sind. Und da muss man ja auch ganz individuelle Lösungen finden für jede Person,
So, und da muss man eben noch stärker ins Gespräch gehen. Und das ist auch eigentlich meine aktuelle Frage, der Anspruch zu gucken, wie kann man eigentlich diesen individuellen Zugang finden und auch das, was Herr Mafalani vorhin erwähnt hat mit diesen multiprofessionellen Teams. Da frage ich mich halt, wer kann das machen und inwiefern können wir als politische Bildnerinnen eigentlich auch da aktiv werden, in andere Formate finden. Ja, vielen Dank dir. Ich denke, diese Frage ist ja auch insofern im Moment spannend, weil wir uns ja, wenn man sich hier den Chat anschaut, in der Situation befinden, dass für ganz viele von den Akteuren, die hier sind, im Moment ja kaum auch eine Erreichbarkeit von Jugendlichen da ist. Und es eigentlich wünschenswert wäre, dass man so eine Situation auch nutzt, um insgesamt Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe und Schule halt stärker zu integrieren, auch eben im Sinne von politischer Jugendbildung, also das, was Sie eben schon angesprochen hatten. Ich würde Ihnen gerne einfach die Gelegenheit geben, auf die verschiedenen Punkte, die jetzt angesprochen wurden, auch nochmal zu reagieren. Ging in unterschiedliche Richtungen. Ich denke, einiges trifft bei Ihnen auf Resonanz. Sie muss ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Sie meinen mich, nehme ich an, ja? Ja, also ich habe die Frage schon groß gestellt, deswegen. Ja. Also nicht einiges, sondern ich kann dem allen zustimmen. Der Beitrag davor, da ging es ja auch darum, dass die Lehrkräfte irgendwie meinen, sie machen das doch schon, dann muss das hier kein anderer machen. Wir haben ein riesen Defizit im Zusammenarbeiten verschiedener Professionen an den gleichen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und ich glaube, das kriegt man gar nicht anders aufgelöst, und das hätte jetzt übrigens auch noch weitere positive Effekte, das kriegt man gar nicht anders aufgelöst, als dass die integraler Bestandteil werden, diese anderen Professionen in den Schulen. Das heißt jetzt nicht, dass alle auch jetzt hier, die ganze Zeit kommentieren, die ja offenbar alle in dem Bereich was tun, nicht sein müssen an einer Schule. Das muss es nicht heißen, aber es muss bedeuten, wir kriegen es, das Multiprofessionelle, das Zusammenwirken einer Schule, die von morgens bis abends ein reichhaltiges, anregendes Programm mal Unterricht, mal außerunterrichtlich organisieren, dass das Lehrkräfte koordinieren. Das ist ausgeschlossen. Ich bin selber Lehrer, ich habe an einer Schule 6 Jahre gearbeitet, ich bin jetzt in der Lehrerausbildung. Ich sage, das klappt nicht, ne? Sondern das müsste so die Schulleitung gemeinsam eben mit einem multiprofessionellen Team machen. Also wir brauchen in den Schulen hauptamtlich Tätige, und die hätten dann im Übrigen ja den Zugang zu den Schülerinnen und Schülern. Die hätten dann, also in Mythos Bildung beschreibe ich das, dass es Menschen mit psychologischer Expertise, mit medizinischer Expertise, mit Sozialarbeit, mit Kunst- und Kulturpädagogik und. Und die haben dann praktisch die Liste aller Kinder ja auch mit der Adresse, mit der E-Mail-Adresse. Die hätten das dann genauso und die könnten genauso zusätzlich zu dem, was die Lehrkräfte jetzt machen oder versuchen zu machen, hätten die dann da auch einen Zugang zu. Löst jetzt die technischen Probleme nicht, von denen wir gerade gesprochen haben, aber es löst zumindest, dass man das hat, ne? Und dass dann zum Beispiel ein Kunstpädagoge oder eine politische Bildnerin, die an der Schule tätig ist, dann sozusagen das vernetzt mit der außerschulischen, mit den außerschulischen Akteuren. Ich mache nämlich den Lehrkräften da keinen Vorwurf, die haben so ein Kerngeschäft, die müssen dann noch zig andere Sachen erledigen. Und im Übrigen, das, was ich in Mythos Bildung beschreibe, trifft bei Lehrkräften auf totale Zustimmung. Also Lehrkräfte sind schon lange nicht mehr die Blockierer von multiprofessionellen Teams und von so einer zweiten Säule in der Schule. Das war früher anders. Also noch vor 10 Jahren, als ich an der Schule tätig war, war das anders. Da wollte man nicht, dass andere noch hier mit reinmischen. Aber jetzt ist es so, das System ist total überfordert. Lehrkräfte wissen richtig gut selbst, dass sie Dinge machen müssen, sich um Probleme der Schülerinnen und Schüler mit denen auseinandersetzen müssen, in einer Art und Weise, für die sie nicht ausgebildet wurden und auf die sie vielleicht auch gar keinen Bock haben, um das jetzt mal so zu sagen. Und entsprechend würden die nichts lieber tun,
als ein Teil der Verantwortung auch abzugeben, aber auch ein Teil der Kompetenzen. Und dann würde das natürlich noch eine Weile dauern, aber irgendwann einigermaßen konstruktiv so eine Zusammenarbeit stattfinden. Und davor gab es ja noch das Thema, also ne, wie kann man das machen? Das war die letzte Frage. Ich glaube, man muss es dort machen, wo der einzige Ort in unserer Gesellschaft ist, wo alle Kinder sind, nämlich in den Schulen. Also wenn man es dort hinbekommt, hat man einen besseren Zugriff. Die Schulen haben einen besseren Zugang zu Kindern als die Jugendämter, als die Stadtverwaltung, als alle. Und dementsprechend muss man das dort machen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass Schule ein Ort ist, wo Lehrer sind und sonst niemand. Das ist einfach nicht mehr sinnvoll. Und der andere Beitrag, der noch ein paar davor, sage ich jetzt mal, das würde ich auch komplett so unterstützen. Ich sehe kein einziges grundlegend neues Problem in der aktuellen Situation. Es verschärft nur Probleme, die wir vorher hatten. Bis hin zu, dass es eine jahrhundertealte Geschichte ist, dass Frauen Care-Arbeit machen ohne Bezahlung. Und es ist eine jahrzehntealte Geschichte, dass Frauen Erwerbsarbeit machen mit schlechter Bezahlung. Und beides ist gerade systemrelevant. Das stellt die Allgemeinheit vielleicht jetzt gerade erst fest, aber das sind uralte Problemstellungen. Wenn man sich jetzt länger damit beschäftigt, würden wir tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass die Krise das verschärft, was ohnehin da war. Das kann vielleicht auch ein Ansatzpunkt sein für politische Bildung. Und in dem Wortbeitrag kam es jetzt gerade nicht so rüber, aber Herr Janschke, Sie haben es vorhin ja so formuliert, dass die Relevanz politischer Bildung hoch ist. Ich würde sagen, die Relevanz ist total hoch. Nur eben das Interesse oder der Zugang von Jugendlichen, aber sogar von Erwachsenen, ist im Augenblick übersichtlich, um das jetzt mal so zu sagen. Also wie das so oft in Krisen ist, man will eigentlich lieber, dass jemand einem sagt, was Sache ist und was man tun soll. Selbst Politiker wollen das ja offenbar, dass jemand anders denen sagt, was sie tun sollen. Und das ist ja so ziemlich das Gegenteil von politischer Bildung, ne? Das Bedürfnis nach Experten, die jetzt mal kurz sagen, wo es lang geht. Aber die Relevanz ist so groß wie noch nie und das Interesse und der Zugang waren noch nie so ungünstig wie derzeit. So würde ich es beschreiben. Vielen Dank. Wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich denke, wir nehmen einige Aspekte mit, die wir auch gerne in dieser Reihe weiter vertiefen würden. Die eine Frage ganz klar, wie gelingt die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe mit Schule und das kombiniert mit wirklich digitalen Kanälen, Anwendungen, die dann für alle Kinder und Jugendliche, für alle Schülerinnen und Schüler es ermöglichen, teilzuhaben an Bildung, an extracurricularen Aktivitäten. Ich finde es auch einen interessanten Gedanken, einfach zu fragen, wie kommen wir besser vorbereitet in die nächste Krise, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, die vielleicht zunehmend, vielleicht auch häufiger uns so begegnen werden. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank.